Leute, hier bin ich wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich werde heute wieder Fragen beantworten und ich würde sagen, mit dem werden wir gleich beginnen. Just look at my dad. Auf jeden Fall, nämlich die erste Frage, die mir gestellt wurde: Kannst du deine Tastatur vor dein Video legen? Und das habe ich jetzt getan. Ich würde sagen, damit ist die Aufgabe geschafft und weg da mit diesem Scheiß. Und da ist auch noch so Quatsch. Und da! Und Leute, ihr seht schon, ich habe wieder eine andere Kulisse gewählt, die nämlich, die ich schon gewählt habe beim Sneaker unter 100 Euro. Und dazu dachte ich mir einfach, ich nehme hier auf, weil vorne ist gerade, müssten wir noch aufräumen. Ich weiß doch, ja, man hat es im Anzeigenvideo gegen gesehen, Punkt, Punkt, Punkt. Müsst ihr unbedingt abchecken, da, weil das ist die neue Kulisse von hinten, weil das andere Sofa steht jetzt hier. Und noch ein Depp, schon der zweite. Und nämlich die nächste Frage, die jetzt mal wirklich etwas betrifft, nämlich, was willst du dir für Schuhe im 2018 kaufen? Und das, wieso quietscht dieser Stuhl so? Also habe ich mir eine Liste gemacht. Und dann zeige ich die euch mal. Und nämlich vielleicht könntet ihr diese Liste kennen. Weil es sind jetzt alle Schuhe, die ich kaufen will, aber auch gleichzeitig einfach alle Schuhe, die es so in dieser Ausgabe bis im Moment jetzt gibt. Nämlich will ich mir kaufen im Juni wird der Release, nämlich der neue Yeezy Boost 350 V2, der Ice Yellow. Kostet auch wieder 220 Euro. Ich glaube, so 250 Franken wären das umgerechnet. Nein, ich habe nicht aufgepasst, in Dings. Doch, 240, 250, so. So, 250 so circa. Ja. Und der wird eben im Juni released, wann genau, weiß ich noch nicht, wenn es überhaupt irgendjemand weiß. Und der zweite Schuh ist der Yeezy Boost 150 V2 Sesam, also sozusagen wie der Nachfolger vom Oxford Tan. Und der wird im August released. Und den will ich mir auch versuchen zu kaufen. Ich werde ihn versuchen mehrere Male zu kaufen. Also, dass ich mehrere Male durchkomme, weil, einfach aus diesem Grund, ich will auch den Schuh irgendwie verkaufen. Ich esse hier übrigens die ganze Zeit solche Bonbons, weil ich ein bisschen krank bin. Aber, eben damit ich ihn auch wieder weiter verkaufen kann. Aber ich weiß jetzt nicht so, in der Schweiz, ob das so abgehen wird, weil ich sehe in letzter Zeit, hier in der Schweiz sieht man extrem wenig mit Yeezys, aber ja. Was soll man denn da machen? Und nun die zweite Liste. Nämlich der erste Schuh ist jetzt vielleicht ein bisschen unbekannter. Vielleicht kennt ihr den auch. Den Adidas Futurecraft 4D Blue Tint. Heißt gleich wie der Yeezy, der released wurde. Den ich nicht bekommen habe, weil ich an diesem Tag in einem Lager war. Und der wird im März released und kann man kaufen für 400 Euro, also wenn man es schafft, ihn zu bekommen, und kann ihn nachher aber auch weiterverkaufen für ca. 1000 Euro. Also, und all meine Zuschauer, macht da unbedingt mit, weil wenn ihr den verkaufen könnt, habt ihr 600 Franken Euro plus gemacht und das ist eine Menge Geld. Und der nächste Schuh wird im Dezember 2018 rauskommen. Das ist nämlich der Key in der Nike Schuh Libran Performance in Kit oder weiß ich genau, wie man das ausspricht. Und nämlich der 15. Und den will ich mir auch versuchen zu holen, weil vielleicht wisst ihr es ja. Ich habe
habe ich dann schon gezeigt? Ja, den habe ich schon gezeigt. Ich habe ja den hier und der sieht ähnlich aus, nur halt geiler. Und ich denke, den hole ich mir, weil der finde den auch ziemlich nice halt, auch von der Form halt her. Ist jetzt auch gut zum Rumstehen und so. Und auch den, zu diesem Preis kann ich noch nichts sagen. Ich weiß noch nicht, was der kostet. Aber das werde ich sicher auch noch machen. Und nämlich der letzte Schuh, den ich mir kaufen möchte, ist der auch im Dezember rauskommt. Nämlich der Invisibili? Ah, keine Ahnung, wie das ausspricht. Lightbar Hood Adidas NMD R1 für 200 Euro. Kann man nachher so circa für 250 verkaufen, wenn man einen Interessenten findet. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht gerade so lukrativ zum Wiederverkaufen, weil 50 Euro und jetzt müsst ihr denken, jetzt müsst ihr ja noch ein gutes Geschäft machen, damit die Leute das auch kaufen. Dann wäre das circa so 200, wird das so 220 vielleicht. Auch jetzt beim Adidas Futurecraft denke ich so, werden die Preise so höchstens Resale so sicher höchstens 800 so kosten, was immer noch ein sehr hoher Gewinn ist, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bah! Und ich bin halt da voll mein Bein an den Tisch angeschlagen. Und nämlich die nächste Frage ist, was ist sie? Ah, dazu muss ich noch schnell etwas sagen. Übrigens, warum es jetzt so hell ist, oder hoffen, weil es jetzt hell ist, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe da oben jetzt so eine Art Softbox hingestellt, indem ich einfach so eine Lampe genommen habe und die hier hingequetscht habe, auf meinem Laptop drauf. Warte, ich kann euch das hier mal zeigen. So sieht das jetzt aus. Das sind übrigens meine Laptops. Aber Roomtour, eben die nächste Frage bezieht sich eigentlich gerade darauf. Nämlich, wann kommt eine Roomtour? Ich habe das hier aber vor Ewigkeiten gesagt. Haltet auch fest, Leute, es kommt eine Roomtour. Sobald ich die Socken dahin weggeräumt habe. Weil ich habe Unmengen an einzelnen Socken. Und nehme sie zuerst weg. Weil ich sortiere jetzt. Ob ich irgendwelche finde, wo zusammengehören, habe ich dann noch ein paar neue Kleider, die auch vorkommen werden in der Hall, damit demnächst auch wieder ein Video kommt. Und es wird noch ein Sneaker-Video geben, in dem ich eine Top 5 Sneaker vorstelle. Top 5, Top 10 oder Top 20. Keine Ahnung, vielleicht auch alle, einfach alle meine Sneaker. Und ich würde sagen, das war's auch schon mit diesem kleinen Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao. Leute.